Hey, was geht? Na, oh, oh. Aha, Tisch. Ich weiß nicht, warum das Spiel so am Längen ist, ey. Das ist nicht die Aufnahme, das bei mir im Spiel auch, also. Aua. Wie kannst du es eigentlich sagen? Ich bin der Wurmgott. Ich bin der Wurmgott. Ich bin heilig und so. So, können wir jetzt hier mal weiter vorangehen? Wie komme ich hier gar nicht weiter? So, Warte mal, Hortensia-Container legen, ne? So, perfekt. War schon direkt weiter, ja. Mein Gott. Haha, guck mal hier. Na cool. Ha, natürlich bin ich stark geworden. So, dich hau ich mal so kaputt, würde ich sagen, ne? Zack. Zack. Dann habe ich gesehen, du kannst hier hinrennen. Sehr cool. Oh, perfekt. Was geriebener Beichtkäse, Sir. Okay. Oh, nicht schlecht. Einmal mit dem Sonnenbogen, ne? Oh ja. So, sind wir wieder der richtigen Bahn. Alles ist wieder chillig, alles wieder schön locker. Warte. Oh Gott, da war knapp. So, Wander. Ja, schon Level 5, ey. Ich habe voll schnell mit ihm aufgeholt. Sehr geil. So, wo sind jetzt die Schwertkämpfer, die auf mich zugekommen sind? Ah, die sind den ganzen Weg hier rum am Laufen. So, hier haben wir einen Magier. Den würde ich gerne mal triggern. Ah, Dreck. Oh, warte mal. Aha. So, was hast du? Elfenlicht. 21, 6, nein, das ist 15 Schaden. Oh, ich bin schneller, ne? So, ich will dich jetzt nur da rauslocken, ne? Okay. Moment, finde ich, ich noch alles im Griff. Jetzt weiß ich, warum da Züge 35 stand, weil halt einfach so ein, ich muss ja voll rum überall gehen, ne? Oh mein Gott. Okay, aber nur die, Gott sei Dank. Hallöchen, ne? Sehr gut. Ich weiß, ich habe jetzt mal eine Chance an ihm zu hauen, aber hallo. Klappt schon. Ja, ich hätte vielleicht hier. Verdammt. Ja, vielleicht hier machen sollen, ne? Hey.
Ach man. Alter, warum hat Wanda so eine gute Chance, ihn mal zu treffen? Sehr gut. So, entschuldige, was? Du machst sie nicht kalt. Oh, das gibt's da nicht. Wie sieht's hier mit aus? Ha. Ja, jetzt haben wir wieder ein altbewährtes Problem, dass die Gegner nicht auf mich zukommen. Also, was ich davon halte, das hier. Ja, ein Pfeil mitten ins Gesicht. Ein Pfeil, meine ich, Torpedo des Todes. Ich habe sie in Reichweite bewegt. Ne? Wenn er nicht auf mich zukommt, dann selber schuld. Ne? So, jetzt gehe ich hier hin. Nein, gehe ich nicht, weil er da ist mit dem Panzerbrecher. Der wird aber nicht sie erledigen. So, ha. Er bringt natürlich wieder auch nicht um. Ist klar. Okay, war das du ja? Da wird überhaupt nichts bringen. Ja, oder weißt du was, du stehst ja noch so schön. Wenn der sich jetzt gleich bewegt, ne? Obwohl ich gerade nachgeguckt habe. Der hatte keine Bewegungsreichweite gerade. Der wird wahrscheinlich geheilt, ne? So, aber du, wie wär's, wenn du hier hinkommst? Ja, wie, wo hat sie auf einmal Dings? So viel Verteidigung. Also, warte, ich versuche mich mal mit dem Voda wieder 28. Ich glaub, damit habe ich mehr schon. So. Da steht die ganze Zeit ein Typ daneben, und denkst so, Alter, kannst du mal deinen Kühlschrank ausmachen? Daneben. What? Du. Oh, der war cool. Da habe ich zum ersten Mal einen Crit mit ihr gesehen haben. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, da habe ich ja halt wurde auch schon eine vor geraumer Zeit gegeben. Oh, du machst mal wieder kaputt. Okay. Warum machst du das kaputt? Verstehe ich nicht. Das ist einfach nur so eine random Ecke. Da bringt dir jetzt das verfügbare Einheiten mir verfügbar zu machen. Oh, wir haben gleich viel AP, sehe ich gerade. Ja, jetzt hat der Treffer. Warte mal, was? Ach, Treffer mit Start stehen wahrscheinlich, ne? Ah. Ja, ne? Ich habe diese Meldung schon voll oft gesehen. Und jetzt erst gemerkt, was das bedeutet. So, ach ja, ist weg. Stimmt. Und die bewegen sich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht nachgeguckt, sondern als hier Anspielungen an... Boah, wer war Camillas getreut nochmal wandert? Wo war das Dings hier? Boah, wie hieß er doch mal, dieser Typ, der einen auf Superheld gemacht hat immer. Never fear. Der Typ sah wortwörtlich aus wie All Might aus My Hero Academia. Nur halt eine etwas runtergeschraubtere Version. Nicht so over the top war. Ach, natürlich. Du kannst ihn aber auch nicht damit kaputt hauen, ne? So, damit aber. Boran.
Dann ist er jetzt super cool, wenn du ihn kriegst. Du hast zwei Chancen mit 60%. Jawohl. Wie so ein Held mit einer mit einem Voda auszurüsten ist irgendwie komisch. So, wenn ich schon mal hier bin, ne? Ich habe mich sowieso nicht bewegt, aber angreift. Hm. Nicht nett. Ja, ich tue irgendwie die Helden irgendwie mit so westlicheren Einheiten gleichsetzen. So ein Wodao, also so ein japanisches Katana, fast mehr so mit einem Schwertmeister. Je näher ich da dran gehe, desto näher sind die jetzt immer im fliegenden Einheiten. Wow. Ist ja überhaupt nicht nervig jetzt hier. Ich dachte jetzt 29, 29, 29. Ich kann die ja alle anlocken, sehe ich gerade. Nein, da ist einer mit dem Dash. Natürlich war hier einer dazwischen, der mir das voll vermasseln kann. Ne? Das Problem ist, ich muss jetzt hier erstmal mich um die kümmern, weil die sind jetzt genau hier. So, und ich bleib mal hier. Am nächsten Zug kriegt das wieder den. So, 28, 28. Aber sie hat ja auch eine Menge. Sie hat eine Menge Verteidigung. Okay, macht das. Lad mal dein Ding da auf, ne? Aber was du nach da unten? Boah, da muss ich aber hier voll im Slalom durchkommen, ey. Boah. Da ewig dauern, bis ich ja vorbei bin. Meinen ganzen Charakteren. Oh, ich kann nicht angreifen. Halt, nee, ich kann dich nicht einpacken, weil ja, einer macht den platt. Dich kann ich aber eben packen, oder? Nee. Ich warte mal hier. Das ist der Kampf der Choke Points hier. Okay, irgendwas sagt mir, es wird hier sehr lange dauern, bis wir hier durchkommen. Weil ja immer mehr Leute kommen und immer mehr. Ich hoffe, wir lassen irgendwann mal nach, ne? Mit zwei Schaden gemacht. Mach noch nicht mal den kaputt, der zu meinen Leuten führt, ey. Warum auch, ne? So, mein Gott, hör auf. Da will jetzt das gesamte Kapitel so ablaufen. Hm. Ah, er muss noch einmal daneben hauen, ne? Hin. Schau mal, Gegner schon Korb stehen gegen diese Einheit. Na, dann aus Reichweite. Ja, wegen dem blöden Wasser, ne? Würde ich sagen. So, jetzt kann ich eigentlich dich hier einpacken. Da ist schon wieder einer mit dem Panzerbrecher, ist klar. Ah, ha, ha. Aha. Na gut. Ein Gegner, ne, der irgendwie
voll dämlich platziert ist und der mir alles ruiniert. Diesmal ist es sie hier. Na toll, und jetzt. Ich könnte mit ihnen hier reingehen, dann für ihn tanzen. Hier kann ich auch nicht rein. Okay, wir machen dann folgendermaßen. Du wirst niemanden hier töten können, glaube ich, ne? Das heißt, wirst du ja nicht, ne? Ich geh mal auf Nummer sicher. Ne. Das heißt, wir müssen das einfach hier so abblocken. Nämlich voll an Fire Emblem Radiant Dawn. Weil wir viel Nervtötender. Meine ersten 94%. Komm schon. Ersetzt du nicht daneben und so. So. Müssen dann eigentlich nur so platzieren. Ja, cool. So. Ist auf ihn los. Ist auf ihn los. Na, und ja. Ja. Das ist in Ordnung. Ich nehme an, sie ergreift sie an, weil warum nicht, ne? Aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Aus dem Weg. Die werden immer weiterkommen, ne? Da werden immer mehr Leute kommen. Wird noch hier ewig dauern, bis ich hier durchkomme. Vielleicht geht er auf ihn los, ne? Oh, du gehst auf sie los. Entschuldige, was? 75%, Mann. Wirklich auf den Arm zu nehmen. Oh, ist der Horror gegen Pegasus zu kämpfen. Ja. Also schnell. Kannst du nicht treffen. Doppel nicht die ganze Zeit. Gott. Ja, yeah. So ist jetzt, ich wollte eigentlich gar nicht aufnehmen. Weil ich nicht, dass ich keinen Bock habe auf Fire Emblem, aber ich habe nicht geplant, heute aufzunehmen. So. So, macht ihn platt oder sie oder was auch immer. Das Problem ist, dieser Balkenritter, die kommt immer neu. Wenn sich ja irgendwie durchkommen, ne? Aber ich habe lieber, dass die kommen, anstatt dass sich Camilla irgendwann bewegt. Ich ganz ehrlich bin. Oh. So. Ja, du stehst jetzt natürlich wieder perfekt. Dann sind ja als nächstes noch Schwertmeister, die kann ich auch nicht treffen. Prozent 75% mit 55%ige Chance zu kriegen. Ich möchte es noch mal anmerken. Ja, mach sie mal bitte platt, damit wir hier durchkommen. Ja gut, danke. So. Mhm.
Das ist sogar zu 100%. Jetzt nicht gar. Jetzt nicht gedacht. Heute steigt eine Party. Machst du heute Party? Okay. Aber ja, jetzt gehen wir ein bisschen Training rein. So, dann haben wir hier noch Tomahawk, 40 Schaden, das ist eine Menge Schaden. Und da oben ist der mit dem Donnerschwert, 29. Oh, da kann ich mal so wenig. Weiß, was ich dagegen machen kann. Den, ja. Ja, ne. So. Ich glaube, das war eine gute Idee. So. Der kann ich auch was anrichten jetzt, ne? Mal die schon mal ankratzen, damit wir hier weiterkommen vielleicht. Ich meinte aber, diese Mission war sehr viel nerviger in der Fire Emblem Fates Version. Ich weiß nicht mehr genau, was man da machen musste, aber ich meinte irgendwie, man musste auch gegen Camilla kämpfen. Aber ich weiß nicht mehr, welche Edition das war. Weil die Story, wie gesagt, war halt. Keine Ahnung, ein ganzes Dorf hat einen irgendwie angegriffen in dem Spiel. Einfach nur, weil es zum Missverständnis kam. Und am Ende hieß es dann immer, ja, wir haben dafür gesorgt, dass niemand getötet wird. Weil Corin ist halt so ein guter Mensch, ne? Man soll sich mit Corin identifizieren. Corin darf nicht böse sein, ne? Aber keine Sorge, wir haben dafür gesorgt, dass in der ersten Schlacht niemand doch verreckt ist, ne? Was vollkommen bescheuert ist, weil im Fire Emblem geht es um Krieg. Im Krieg sterben Leute, ne? Auch Gegner. Jetzt sind die nicht näher gekommen. Ich darf ja auf den Arm nehmen, Mann. Ich habe den hier in Reichweite. Hab ich auf uns los. Ach, mit Ethia hält er sich. Ah. Das gibt's jetzt einfach nicht. Okay. Aber ja. Natürlich wurde das immer erst nach der Schlacht gesagt. Also, keine Sorge, wir haben dafür gesorgt, dass niemand hier umgekommen ist. Wir haben vor der Schlacht allen gesagt, dass wir dafür sorgen sollen, dass hier niemand stirbt. Ne? Das ist so dämlich. Ja. Wenn du ihn triffst, wäre gut. Sehr gut. Und Fire Emblem Fates war die ganze Zeit so, ne? Ein Charakter hat sich wortwörtlich angezündet. Weil halt, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ein Charakter hat sich angezündet, weil halt, keine Ahnung, weil die halt einen Fehler gemacht hat. Hat sich gedacht, so, um dafür zu büßen, zünde ich mich jetzt an. Auch voll schwachsinnig war. Ich könnte da gar nicht zusammenfassen. Also, da fällt das einen erst so auf, wenn irgendwie jemand, wenn man sich ein Video anschaut oder so. Alter. Oder alles irgendwie so eins und eins erwähnt wurde. Corin hat wortwörtlich mal zugeschaut, wie irgendwie, weil nicht unschuldige Leute abgeschlachtet werden, damit der nicht auffällt. Oder er will seinen Vater hintergehen, ne? Den offensichtlich bösen Vater. Und um das zu machen, darf er halt kein Aufsehen erregen, ne? Auch wenn das bedeutet, er muss irgendwie dabei zuschauen, wie irgendwie, weil nicht unschuldige Leute sterben. Das ist ein guter Charakter, ne? Ja, deswegen sage ich, Corin ist einer der schlechtesten geschriebenen Charaktere im Fire Emblem.
Das ist furchtbar, der Typ. Oder die Typin, je nachdem. So. Wir kommen langsam aber sicher hier voran. Dieser Angriff hat Zipfangriff, ne? Warte, ich helfe dir. So ein riesiger Kamehameha Blast. Okay. Wenigstens war die Musik in Fire Emblem Fates gut. Und das Gameplay, auch wenn das voll nervtötend war an einigen Stellen. Beim Level-Design. Ich weiß, dass ich Fire Emblem Revelations gespielt habe und eine Maps war irgendwie so kackschwer. Und dann irgendwie die nächste Level danach war irgendwie voll einfach. Also nicht mal zu vergleichen irgendwie. Habe ich mir auch gedacht, warum haben sie diese Level erst hier hingepackt, ey? Hätten sie auch vorher irgendwie, hätten sie auch vorher packen können, hier ein Level vorher machen können. Und ja, weiß nicht. Die waren zu gimmicky, also. Jede verdammte Level hatte irgendwie ein Gimmick, das man machen musste und was ja nicht so schlimm wäre, wenn die Story jetzt hätte man ja alles irgendwie so in Kauf nehmen können, wenn die Story irgendwie, boah, da kommt immer noch mehr. Wenn die Story jetzt in Ordnung gewesen wäre, dann hätte man vielleicht alles in Kauf nehmen können, aber mein Gott, die Story war ja noch schlimmer. So. Irgendwann werde ich daneben hauen. Irgendwann werde ich daneben hauen. Oh Gott, hey, ich muss jetzt hier jedes Mal warten, bis hier mit den Ansturm an Pegasus-Reitern vor sind. Wir sind schon in Runde 80. Ich glaube nicht, dass das aufhören wird. Da wird immer, da wird die ganze Zeit so weitergehen. Da wird noch ewig dauern, bis ich hier durchkomme. Also noch immer die gleichen Charaktere, glaube ich, ne? So vom Equipment her und so, ne? Wir müssen jetzt ja sozusagen von einer Gegnerinsel zur anderen hier antasten. So scheint nicht, so tue ich das irgendwie so zusammenfassen, ne? Kommen wir gleich hier hin, dann sind wir da fertig, dann kommen wir wieder ein bisschen weiter. Ja, mit etwas nervig. Ja gut, dass unser Charakter wird immer stärker. Und das Gute an dem Spiel ist, das Equipment geht nicht. Und ich wollte schon sagen, warum hat sie so komisch geguckt? Warte, was hast du? Stahlschwert 29, Lanze. Ja. Oh, jetzt kommt er wieder natürlich in Reichweite. Ist klar, Mann. Warte, wie weit kann ich mich jetzt ja voran bewegen, ohne. Ja, am liebsten Louis da genommen, ne? Aber die gehen ja nicht auf ihn los. Aber wir haben ja noch eine Chance hier. So, Leute, kommt mal auf mich los, ja. Jetzt keine Lust hier auf den Ansturm hier die ganze Zeit zu warten. Wir müssen ja mal vorankommen. Na, wie gesagt, das Gute an dem Spiel ist, Equipment wird nicht verbraucht. Also ich könnte das hier wortwörtlich die ganze Zeit machen. Meine Charaktere werden irgendwann immer stärker, ne? Oh, die sind auf Schluss gegangen. Sehr gut. Okay. Ich habe damit getroffen. Okay. So, habe ich die geschafft, hier anzulocken. Das heißt, der. Ne, okay, ich habe es geschafft. Gut. Das ist immer so der Drawback hier bei anderen Fire Emblem Spielen, ne? In anderen Fire Emblem Spielen hast du halt
der Verbrauchszahl mit deinem Equipment, ne? Das heißt, selbst wenn du irgendwie trainieren willst, ne, und du hast irgendwie ein Level, wo irgendwie unendlich viele Leute sind, du kannst nicht unendlich trainieren, weil irgendwann geht dir das Equipment aus, irgendwann gehen dir die Ausrüstung aus, weil irgendwann sind all deine Klamotten kaputt oder weiß nicht. Ja, irgendwann sind alle deine Klamotten kaputt, ne? So, dich muss ich hier eben bewegen. Geht nicht anders. Das heißt, so oder so, irgendwann musst du aufhören mit dem Grinden. Weil es einfach nicht mehr möglich ist. So, und einen hättest du ruhig treffen können, aber 50%. So. So, die Situation haben wir ja erledigt. Fogado, Na, guck mal hier. Mal den er wieder. Ach ja, hinauswachsen. Ich vergesse immer. Da macht natürlich auch eine Menge Schaden dann. Ah. Ich will nur den machen, aber dann treffe ich. Treffe ich Louis, er wird da sowieso keinen Schaden erleiden, ne? Also. Louis, tut mir leid, aber wir haben sowieso keinen Schaden, von daher. Oh, der war sogar tot. Habe ich drauf geachtet. So. So, 19, perfekt, das ist ja mit dem Donnerschwert perfekt. Was soll ich, habe ich Louis da oben, ey. Ja, toll, die können ja vorbeifliegen, aber die können nicht fliegen. So, er ja macht mehr Schaden, aber da kommt ja nicht daran. Da. Sehr gut. Oh, sehr gut. Weiß nicht, warum sie zweimal angegriffen hat, aber nicht schlecht. Boah, ist jeder am Hochleveln seinen Bändern. Ich muss dich, glaube ich, hier hin platzieren, weil Fogado muss treffen. So, und dann haben wir die Situation eigentlich auch erledigt. Macht sie jetzt eigentlich mehr Schaden damit oder nee? Aber wenn sie Elfenwind dabei hätte, ne? Ich glaube, ich guck mal, ob ich hier Elfenwind habe. Wenn sie sowieso nicht doppelt. Jetzt habe ich besser. Boah, jeder ist ja am. Also, sie hatte gar nicht Behutsamkeit die ganze Zeit. Oh. So. Oh. Da kann ich mit Wander hier reingehen. Ja, zweimal, der wird ja wohl einer einen Assistenztreffer machen, ne? Na gut. Ich weiß es nicht, dass Wanda schon mit dem Level hier aufgeholt hat, ey. So, ich glaube, ich will aber noch nicht angreifen da. Okay. Ja, ich bekomme erst im nächsten Zug Schaden. So. Hi. Sag. Nein. Oh, sehr cool.
Oh, jetzt hat sie den ganz kaputt gemacht. Oh, ist auch voll nervig. Ah, du hast den Panzerbrecher wieder. Und da ist ein Langbogen. Verdammt. Was mache ich denn da schon wieder? Ich könnte mit Corin den festnageln. So, am Panzerbrecher, ja. Hab ich. Nein, ich hab kein Elfenbild. Cool. Wird jetzt auch nichts anbringen. So, auch cool. Was darf ich machen? Warte, ich helfe dir. Das ist kein Hilfsangriff, das ist ein Exekutierangriff. Ich kann schon wieder mit Ike hier Dings einsetzen, würde ich sagen. Festnageln. So. So, und das hält sogar 4 Züge an jetzt. Aber hier komme ich nicht hin. Aber ist auch egal. Ich mache aber den, ja. Und du machst sie ja nicht kalt. Ne? Sie hat jetzt Behutsamkeit, das heißt, sie nimmt jetzt sogar noch weniger Schaden, ne? Ja, schon wieder Dings einsetzen. Ja, komm. Mein Gott, macht die sogar platt. Ah, weil die alle gepanzerte Einheiten sind. Sehr gut. Keiner von euch hat einen Fernkampfangriff. Cool. Sehr cool. Eigentlich nur auf 800 er jemanden tötet, was er nicht machen wird, ne? Ja. Also ein guter Bereich. Dann schauen wir gleich, wie Louis hier die alle fertig macht, ne? Und keinen Schaden nimmt. Ah, purer Tipp, ehrlich. Ah, gehen wir jetzt nicht auf den Nerven damit. Ah. Okay. Ab so bis wir uns in Reichweite. Ja, jetzt kommen die auch noch von unten. Okay, so langsam können wir halt echt mit den Verstärkungen ja loslassen, ey. Langsam etwas nervig. Weg. Weg. Sehr geil.
So. Okay. Ja, Pech für dich. Ich mach dich sowieso kalt. Aber die Werte gesenkt wurden, genau. Aber immer noch. So, heißt das jetzt, von oben kommen keine mehr. Jetzt kommen sie nur noch von unten. So, jetzt muss ich mich natürlich um den hier kümmern. Ja, ist natürlich auch jetzt sehr selten dämlich platziert, der Typ. Das gibt's jetzt nicht, Mann. So. Warte mal, ich kann ja den machen. Dann bewegst du dich nicht so schnell. So weit. Also sowieso nicht viel machen. Nee. So. Also ein Treffen. Ja. Nein. Kannst du ihn treffen? Machen sogar genau Schaden. Na, jetzt treffst du. So. Nee, lass mal. Bist du ein Erzritter? Meister. Schade. Vielleicht kann ich noch mal angreifen. Nein. Okay. Leveln ist ja definitiv sehr gut, finde ich. Wir tun ja derbe leveln. Ach, natürlich reicht das wieder nicht. Wenn ich sowieso nicht erledige, dann machen wir den eher. Ich habe Wander, den zu erledigen. Hätte nie gedacht, dass ich diese Worte mal irgendwann sagen würde, ne? Vielleicht schafft es ja Wander. Der trifft dann. Ja, ist cool. Cool. Alter. Das hat einer an. Es war immer noch voll kacke, aber er ist jetzt relativ weniger kacke als vorher. Ey, Geschwindigkeit. Okay, ich kann dich, glaube ich, nicht anlocken, ne? Ich weiß nicht mal genau, wo ich hingehen soll. Ich kann ja gar nicht näher an sie herangehen, ne? Weil hier sind ja auch noch Gegner. Wie soll ich denn da bitte schön machen? Wie soll ich denn hier bitte schon vorbeikommen? Wo bist du? Stahlschwert. 29. Komm her. Ich glaube, ich bin auch in Reichweite von dem Scharfschützen, aber egal. Hey, was geht, na? Schade, ich mach schreibt zu ihm. Ich merke jetzt erst, wie putzig sein Schild aussieht. Er hat so ein winzigen Schild. Ich
Ja, man, wir sollen dann hier so runter gehen, ne? Ja, wird ja noch ewig da, bis wir ja durchkommen, ey. So, Meisteraxt. Schön locker bleiben, ihr Kollege. So, macht aber nur 8 Schaden, sich gerade. Mal schön den, ja. Perfekt. Keine Crit Chance aus irgendeinem Grund, aber da, schon wieder 80%, Mann. So. Wie ist die Musik hier? Nicht schlecht. Es war aus ein Pferd rausgeschossen gekommen. Oh nein, ich sterbe. Es ist Zeit, den Schleiersitz zu aktivieren. Ach man, ich krieg doch wieder nicht hin. Außer wenn ich den hier mache. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, Level 8 war irgendwie vorgegeben für die nächste Hauptstory-Mission, ne? Geht dann noch. Warum habe ich denn 2 Silberschwerter dabei? Oh mein Gott. Ja. Wenn ich das richtig anstelle, dann kann ich mich um ihn ja kümmern. Ah, fast. Warte. Nee. Weißt du ihn nicht? Nö. So. Jetzt pass mal auf, du. Okay. Ich muss jetzt nicht treffen, aber wäre besser, wenn. Danke. Aber nicht so viel Schaden machen, ne? 30, ach. Rein da! Ja, Gott. So, ich werde, glaube ich, so da reingehen, ne? Ich jetzt so richtig anstelle, warte mal, ich kann ich eigentlich auch locken, ne? Nein, ich kann dich anlocken. Okay, sogar Schluck auf. Ach, ich habe Wanda vergessen. Er kann ja auch heilen. Bei ihm ist doch wichtiger, dass er heilt. So. Ah. Möchte ich mit Alfred gleich noch mal hier verbinden. Da kann er gleich das Ding da einnehmen, ne? Dieses Aufladedingen hier für Embleme. Die alle halt mal deine Reichweite, oder? Aber den Schaden ja halbiert. Sehr gut. Das ging mich und mein Einhaut keine Chance. So, die sich jetzt bewegen, war natürlich ein bisschen dämlich.
So. Ich möchte mit dir hier hingehen. Und ich habe dann... Okay, ich wollte schon sagen. Das schon wieder nicht reicht, ne? So. Ich möchte, glaube ich, hier mit dir einmal schießen. Ist noch nicht auf wen. Niemanden. Ich dachte, ich wäre schon in der Reichweite von den Leuten hier. Jetzt natürlich alle auf uns zukommen. Feuerlanze. Ist klar. Gott, ist da wieder nervig, ja. Nein, verdammt. Boah. Will ich ja noch länger drin sitzen, ne? Nein. Okay, jetzt muss ich wieder warten, bis die halt. Boah. Aber hey, guck mal hier. Er ist jetzt hier in Reichweite. Hey, warte mal. Mal hier hin. Oh, Yato. Das ist doch nicht schlecht. So, pass mal bloß auf gleich, ey. Schießt er ja leicht so einen weg. Ist doch bestimmt jemand anbieten, den ich abschießen kann. Alter! So, mach mal einen Crit. Sind beide auf 6 KP runter. Entschuldige, was? Oh. Oh, ich will so viele Leute hier. Oh mein Gott. Au, Wanda. Oh. Oh. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, und da kommen auch noch Leute jetzt, ey. Das ist gerade wieder... Boah. Ja, das Spiel muss mal lernen, sich ein bisschen zurückzuhalten hier an einigen Stellen. Guck sich mal eine Situation schon wieder hier an. Boah. Soll ich denn das schon wieder hier retten? Ich tue noch nicht mal mit der Eisenachs richtig treffen. Ist für ihr fliegende Einheiten, Mann. Ja, toll, ich kann jetzt ja nirgendwo hin, ohne irgendwie fertig gemacht zu werden. Dann mache ich jetzt hier. Er ist ja auch vor den Kreuzfeuer. Die haben alle Donnerschwerter, Feuerlanzen, ist klar, Mann. Ja, wie soll ich denn das jetzt schon wieder machen? So, erst einmal muss ich sagen, wir schießen da jemanden ab. Wer ist denn da am gefährlichsten? Tut der Magier überhaupt irgendjemanden erreichen? Ich glaube nicht, ne? Wenn wir uns hier runter bewegen, ne? Das heißt, das Gefährlichste, was wir jetzt hier haben, ist... Gefährlichste, was wir jetzt hier gerade haben, ist... Ja, würde ich sagen.
ein Donnerschwert. Aber ihn platt. Das ist immer blöd, da kommen jetzt so viele Verstärkungsgruppen, ne? Die musst du dann zusätzlich mit den ganzen Leuten, die jetzt hier schon positioniert sind, auch noch erledigen. Aha, Verteidigung, Stärke, nicht schlecht. So, wie soll ich das jetzt hier überleben? Mhm. Sie ist auch nicht in Tanzreichweite, leider. So viele Leute sind ja eigentlich gar nicht, sehe ich gerade. Wir haben ja nur unglaublich nervige Sachen wieder. So, wenn ich mit Wanderdings einsetze, tut er alle voll heilen? Nee, nee. Na gut, die meisten haben ja magische Waffen, das heißt, ich kann sie sogar hier halbwegs reinschicken. Ausnahmsweise. Warte mal, wenn ich sie hier reinschicke, ich muss ja auch Resistenzcharaktere haben, ne? Wenn ich mich um den kümmere. Gerade gesagt, stirb. Schinde. Na, dann check ich sie ja hin, ne? Weil die haben ja alle, ja, die haben alle Magiewaffen. Das heißt, sie werden gar nicht so viel Schaden machen. Lass mich mal hier durch, Kollege. Die wollen mich da oben umbringen. Schaden machst du mir? Hast du überhaupt Stahllanze? Okay, überlebe ich. Halbwegs. Oh nee, das reicht nicht, sehe ich gerade, verdammt. So, ich muss glaube ich hier so reingehen, ne? Machen wir dich platt. Krieg ich auch nicht platt. Das gibt's jetzt nicht. Alter. Hab ich nicht die Werte gerade reduziert von dir? Schlaf gut. Hey Figur, sehr gut. Bin mir ziemlich sicher, sein Ding ist aber unglaublich leicht. So. Ich will ungern das Ding hier einsammeln, aber ich muss das glaube ich einsammeln. So, ich muss überlegen, ja. Ich
hier reingehe. Okay, einer von euch wird aber treffen. Ne? Danke. Also das ist nur magische Einheiten. Das heißt, soll es eigentlich gut gehen, ja? Kann ja auch den ja machen eigentlich, ne? Also bin ich mal gespannt. Halt hat komplett alles hoch. Anscheinend ja. Da ist überpowered. Das ist ein bisschen überpowered, finde ich. Jetzt kann ich hier reingehen und ihn erledigen. Mit einem Stahlschwert. Ja, und Hortensia und Celine müssen halt eigentlich überleben. Was ich mir halt angeschaut habe. Gott, eine Menge Schaden, aber sie ist ausgewichen, Gott sei Dank. Ja, wenn wir nicht ausgewichen wären, dann wäre es böse ausgegangen gerade. Obwohl, nee, doch nicht. Wir jetzt auf 12 HP. Und das ist nur Schaden. Okay, cool. So, wir sollten natürlich alles überleben. Out. Gott, Mann. Keine Verstärkungstruppen, gut. Oh mein Gott. Bist du Silberdolch 30 Schaden? Und dich platt. Ich weiß nicht, warum das hier so am Lenken ist. Ich weiß es nicht. Aber ich wünschte, jetzt würde mal aufhören zu lenken. Kann ich nicht mit der Kriegerlanze erledigen? Vielleicht mal schauen. Irgendwann vielleicht. Ich krieg den nicht mit links. So, komm, Wodau. Crit, 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 crit. Sehr gut. Zack. Nein, verdammt. Obwohl. Was so, Elfendonner. Da tank ich. Ich meine, der kann mir vielleicht Schaden machen, aber. Ja, wie langsam, wenn dieser Feuerball. Schieß dich, obwohl hier sind ja auch noch Leute. Verdammt. So. Warte mal, sie kann ja auch physisch angreifen, ne? Ja, ne, voll vergessen. Ja, da Wodau. Vergesst, sie kann ja auch physisch angreifen hier. Ja, nimm das. Oh, aber nicht viel Crit. Verdammt.
Wen könntest du denn angreifen? 22 Schaden, das sind, aber du wirst aber nicht damit doppeln, ne? Du machst 36 Schaden, du machst 3 Schaden gegen sie, du machst 15 Schaden gegen sie. Du machst 10. Nein, da werden wir überleben. Da, versuch den mal zu erlegen, bitte. Ich meine, versuch mal mit 2 Treffern. Oh nee, versuch mal nicht. Das ist eine Kriegerlanze. Das ist ein Feuerlanze. Macht Schaden. Mal. Danke. Oh Gott. Da sind so viele Momente in diesem Kapitel, wo ich mir wünsche, wo ich mir wünschen muss, ob ich die Gegner treffe oder nicht. Das gibt's nicht. Nicht schlecht, stimmt. Da haben wir auch voll viel Erfahrungspunkte gegeben. Genau, ich habe dann immer Yonaka gegeben, weil sie ja mit Mikaya gekommen ist. So, wie soll ich das jetzt machen? Ich muss eigentlich nur ihn in der erledigen, ne? Und zwar mit dich. Einmal davon wirst du wohl treffen. Okay. Oh mein Gott. Sag mal, kommst du überhaupt daran? Ja. Okay. So. Ich meine, du hast ihn wahrscheinlich wieder weg, ne? Also gibt mal jemand anderen hier die Erfahrungspunkte noch vorher. Okay, warte mal, Komponent vielleicht dauert reißen. Ah, jetzt sehe ich nicht, wie viel er macht. Wird schon passen. Hätte meist sagt, ich weiß, aber schon in Ordnung, wird schon klappen. So, Inos und hat schon wieder daneben gehauen. So, zweimal angreifen, ehrlich, wohl nur einmal. Erstmal bist du schon tot. Ja gut, hier kriegen voll viele Charaktere Level. Immer näher an dem Max Level. Okay. Das war das Dümmste, was du jetzt hätte machen könntest. So. Keine Erfahrungsgruppe, keine Verstärkungstruppen. Gut. Mein Gott. Ich glaube, der Ansturm ist langsam vorbei, ne? So, okay, da passt. Da kann man noch mal machen. So, mein Gott, ist eine dicke Klinge. So gute Werte bekommst du nicht, also war es nicht unbedingt so flexen. So, und dich kriegen wir auch down. Oh, sehr cool. War nicht der gleiche Krit, den auch Celica hatte in Echoes. Springst du nach oben, tut so ein Siegel einsetzen.
Dann springt sie davon ab. Oh nein, hier geht da. Mein Wander geht der Heilstab aus. Mache ich denn jetzt? Oh, ist eine Menge Erfahrungspunkte. Er bekommt immer noch so viel Erfahrungspunkte, aber weil er schon so früh weiterentwickelt war. Je früher man, weiß nicht. Bei einigen Charakteren ist das halt so, die haben so einen unsichtbaren Level. Ich nehme an, Wanda war ein Charakter, der irgendwie auf Level 10 schon, wenn du zum Beispiel einen Charakter auf Level 10 schon weiterentwickelt hast, dann bekommen die, glaube ich, etwas mehr Erfahrungspunkte als ein Charakter, den du auf Level 20 weiterentwickelt hattest. Ich glaube, so funktioniert das jedenfalls. So, jetzt müssen wir aber trotzdem hier nach unten lang, weil wir können jetzt nicht in die Mitte lang, weil da ist Camilla. Und wir können nicht einfach irgendwie vorbeigehen. Ich nehme an, sobald wir in der ihrer Reichweite ist, wir sind dann ja, geht die Post ab. Da. Ich gehe sogar down. Perfekt. Okay. Wir haben es genau so geschafft. Aber okay. So. Mit den. Mit den ja. Oh, sehr gut. Und dann gehen wir unten links lang, würde ich sagen. Durch die Mitte gehe ich nicht durch, ey. Schon den Weg hier frei gemacht hat, den ihr diese Dinger kaputt gemacht hat, dann gehen wir da lang. Damit den Verstärkungsrum, da wird immer noch nicht aufhören. Ne? So, getroffen. Okay. Also, den kannst du mir auch mitnehmen. Okay. Alter, warum ist der Meisterpunkt so schwach? Also halt normale, ich glaube, da ist halt normale Kampfthema, also wenn man irgendwie random Encounter macht. Deswegen hat er so viel AP, weil er stimmt. Corin hat ja diesen Effekt hier, also oh, ich gebe dir mehr AP. So. Achso. Hatte ich nicht eine Dings dabei? Eine Eisenlanze? Anscheinend nicht. Boah, das Kapitel wird nur ewig dauern. Ach, guck mal, jetzt kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Aber das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, die werden immer wieder kommen. Ach. Traumhaft. Ja, dann gehen wir da rein und machen die so kalt, ne? Wenn du mich kritten würdest, dann würde ich das überleben. Cool, das heißt, ich verschwinde hier meine Zeit, wenn ich weiter gegen die kämpfe. Und da oben links zu den Leuten hingehen. Mhm.
Ja, der ist ein bisschen blöd platziert gerade. Oh, oh. Ich sehe gerade. Ja, voll low. Ist okay, wenn ich dich erledige, was ich tue, ist wahrscheinlich. Mit der Beinsicherheit. Dann für dich kriegen wir ja Erfahrungspunkte, ne? Das heißt, die werden immer wieder kommen und mir auf den Nerven gehen und geben mir durch mal Erfahrungspunkte. Ich hasse das. Ah. Na, rat mal, was ich dagegen machen werde. Daneben. Ja. Du kennst nicht mit 24, ich krieg mit 3%. Oh, ehrlich. Ich muss da immer noch kennen. Sobald er den Schritt zurück gemacht hat, habe ich gewusst, dass der noch mal krittet. Na, warte mal ab, bis meine Leute hier alle unten sind, ne? Dann seid ihr sowas von dran. Was war im Leben damit? Ach, ich habe gar nicht Dings aktiviert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, diese Dachen haben irgendwie Geld und so, ne? Was ich brauche. Mein Gott. Ja, zur Not könnte ich mit Banda hier Leute hochheilen. Ist auch vollkommen egal, mit wem ich jetzt hier kämpfe, ne? Weil kriegt so keine Erfahrungspunkte. Also wir können ja alles platt machen. Aber ey, ich kann immer noch Leute hier hochleveln. Ne? Wandfähigkeiten und so. Also ja. Habt ihr davon, ne? Das System austricksen, ja. Ich brauche keine Vollheilung bis jetzt. Aber das ist du eine Stahllanze. Du hast aber keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Ne. 31, gar nichts. Ich weiß noch nicht, in welchen Zügen die machen. Wenn die alle zwei Züge kommen, wäre das voll nervig. Oh, gleichfalls. Hm? Oh, zum ersten Mal gesehen, glaube ich. Kann ich dich mit irgendwas anderes treffen, ja? Ungefähr, ne? Er ist ja nur zu nervig zu treffen, der Gegner, ey. Diebe, Myrmidon. Okay, also sind ja nur die ganzen Charaktere, die du nicht treffen kannst. So, was ist das denn schon wieder für ein Schatten? Kennt mal bitte. Ah, ich dachte, er hat einen Schritt zurück gemacht. Ich habe gedacht. So, oh gut. Wenn du triffst, wird super. Nein. Ah. Ach.
Weg, Mann. Oh, sie kann ihn erlegen. Ja. Jetzt 11 Crew dabei hätte, ne? Da leben. Hintereinander, jo. Okay. So, ist egal, wer tötet, ne? Was ist das? Okay, mein Gott, da wird hier noch ewig dauern. Aber ist okay. Solange ich mit den Verbündeten, mit dem Verstärkungstruppen ja immer so ruckzuck irgendwie ja raushauen. Und da kommt er schon da gleich. Muss es ja ansprechen. Also okay, ja, schnell down. So wir richtigen Charakter haben. Oh, ein Ritter tot, stimmt. Gibt's da auch noch? Ja, damit treffe ich wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Hey, was geht, na? Warum habe ich denn immer noch so ungenau? Ich muss schon ein paar Level mit ihnen jetzt abgeladen. Er müsste eigentlich schon viel besser drin können. Wenn er kein einziges Mal Fähigkeit hier hochlevelt. So. Na, schon dabei sind hier. Warte mal, was? 1, 2, 3, ne? Perfekt. Ah. Oh Mann. Aber hey, er bricht den ja, von daher ist ja kein Ding. So, ich dachte 3 Schritte. Boah. Aber ist auch kein Problem mehr hier, die Gegner kommen wesentlich mit irgendwelchen nervigen Sachen. Weißt du, was wir jetzt farmen können? Support. Und das bringt's doch auch. Ne? So, weil wir die Gegner da links erledigt haben, geht es dann auch weiter. Wenn das hier eine halbe Ewigkeit dauern will. Aber wenn die so jede 3 Züge kommen, wird das schon, ne? Ich komm nicht daran. Ach, du warst nah genug, Mann. Nein, wir sind die Haltestelle mit Wander ausgegangen. Was mache ich denn jetzt? Mein Heiler ist aus auf Commission. Warum sind sie schon die ersten? Gehen, ne? Ja, Dings kann er auch hochleveln. Da geben wir auch voll viel, sehe ich gerade. Hm.
kann schon mal einige davon angreifen, ne? Nö, kann ich nicht. Ah, da ist nur ein Heilstab gehabt, aber noch etwas Dessert, my lady. Okay. Das dauert noch 5 Stunden, ja. Ah, oh. Wollt ihr mich brechen? Hat aber nicht geklappt, Kollegin. Elfenflut. Wer weg damit? Er ist auch voll lahm. Okay. So, getriggert, hoffe ich. Er erreicht den Level 20, wenn er so weitergeht. So. Aber weil ich es kann. Aber ich es kann, Mann. Zack. Wo sind meine Erfahrungspunkte, mein Lord? So, aber du hast was anderes, ne? Du hast. Was hat er wohl überleben, ne? Weil wenn ich dich hier empacke, ne? So, langsam aber sicher sind wir hier. Ich kann eigentlich Louis hier die ganze Zeit hinpacken, ne? Dann kann er sich schon um irgendwie, weiß nicht, 3 Gegner oder so kümmern. Wenn ich den hier hinpacke, dann kann er sich um die ganzen Gegner kümmern, die auf den loskommen. Brauche ich mich gar nicht mehr darum kümmern. So, da habe ich die beiden getriggert. Oh, und ich töte ihn sogar. Sehr gut. Aber natürlich töte ich den. Ein Weiser. Die haben nicht viel Verteidigung. Ich glaube, jeder wird hier Level 8 auf jeden Fall sein am Ende, ne? Ah, da kommt schon wieder die nächsten.